Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir oder von uns, eher gesagt. Es ist Montag, der 28. Dezember. Wir haben heute voll lange geschlafen, bis 9 Uhr oder so. Also ich war zwischendurch wach, aber ich durfte echt nochmal einschlafen. Das war so richtig Luxus und total ungewohnt für unsere Verhältnisse. Während es zum Laden, der hat da was zu tun, also der Laden ist zu, keine Sorge. Wir halten uns an alles, aber ja, er muss da mal ein bisschen aufräumen und klar Schiff machen, sagt er, jetzt hat er da richtig die Zeit für und deswegen macht er das jetzt eben. Ich werde immer nach dem Rezept gefragt von unserem Shake. Ist unten in der Infobox, habe ich das jetzt unter jedem Video drinstehen. Ich bin ein bisschen außer Atem, ich war gerade oben, ich wollte ein bisschen klar Schiff machen heute, also oben läuft der Roboter, also da mache ich nichts selber, der Saugroboter. Das Sofa muss ich absaugen. Das mache ich. Ja, halt Haushalt machen, was das Übliche, brauche ich euch ja nicht erzählen. Ihr kennt ja selber alle, was man im Haushalt so macht. Und nachher kommt, wenn der Bernd wiederkommt, dann bringt er seinen Vater mit und die bringen oben im Badezimmer die Hängeschränke an. Wir haben ja zwei so weiße Hängeschränke noch und die werden heute voraussichtlich an die Wand angebracht. Mal schauen, wo wir die aufhängen. Ich bin mir noch nicht so schlüssig. Ja, was ist denn? Was hast du denn? Hm? Dann komm runter. Das sind noch die Gästestühle von Weihnachten. Die stehen hier noch. Ich habe extra, also wir machen ja immer eine Einkaufsliste, das wisst ihr. Und ich habe die extra so geschrieben, den Essensplan, dass wir erst am Mittwoch einkaufen müssen. Weil ich glaube, heute ist da die Hölle los. Nach den ganzen Feiertagen, erster Tag wieder auf. Muss ich dir jetzt echt den Stuhl festhalten? So, spring. Hopp, dann geh runter. So, er hat nämlich Angst, wenn er runterspringt, dass der Stuhl dann so wegrutscht. Ja, genau, deswegen gehen wir Mittwoch erst einkaufen. Mittwoch haben wir auch wieder Hebammentermin im Geburtshaus zur Kontrolle. Und dann gehen wir halt auf diesem Wege auch quasi dann einkaufen. Hauptsächlich frische Sachen. Er ist unzufrieden. Du bist müde, ne? Du bist müde, normal liegen wir schon zusammen auf dem Sofa. Um die Zeit, ne? Ja. Da müssen wir erst absaugen. Das hast du ganz voll geglitzert. Das Sofa. Mit Beagle-Glitzer. Ganz voll Haare. Eiswasser mit Zitrone gemacht, also frische Zitrone. Oh, schön sauer. Und nehme jetzt meine drei Eisentabletten, die mich ja durch die ganze Schwangerschaft begleitet haben. Erst habe ich zwei Stück in der Woche genommen, dann habe ich zwei Stück irgendwie dreimal die Woche genommen und jetzt bin ich bei drei Stück am Tag. Ja, und der Eisenwert ist einigermaßen stabil.
Ja, aber die schmecken halt total ekelhaft. Und am besten kann ich es nehmen mit Fanta oder Cola. Aber ich wollte es jetzt mal hiermit versuchen. Vitamin C soll ja die Eisenaufnahme auch fördern. Wir versuchen es mal. Am schlimmsten ist, wenn die so im Hals stecken bleiben. So, boah, das ist so richtig eklig, weil dann kommt so dieser Blutgeschmack da raus. Boah. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein paar Wehen. Ich wehe so vor mich hin. Nicht stark, aber schon so. Der Bauch wird sehr hart und manchmal zieht es dann vom Rücken nach vorne. Ja, die Gebärmutter trainiert wahrscheinlich einfach ihre Kräfte für die Geburt. Ich hole jetzt schon mal den Brotbackautomaten aus dem HWR, denn wir wollten heute Pizza selber machen. Wir haben noch Nudeln von gestern, Reste Nudeln. Ihr wisst ja, ich esse immer so total PP, perverse Pizza, sag ich immer, mit Nudeln, Banane und Ananas und so. Und ja, ich hole mal eben den Automat. Bedingt dadurch, dass wir ja jetzt vermehrt unser Brot selber backen, ja, brauchten wir einige Mehlsorten und Bernd hatte in der Mehlabteilung dieses Mehl gefunden. Also extra ein Mehl für Pizza, Farina Speciale per Pizza. Mal schauen, wie das so ist, das wollten wir ausprobieren. Ob der Pizzateig dadurch echt besser wird, mal gucken. Und mir ist eingefallen, Bernd isst immer Gyros auf Pizza, also Gyros. Das ist von Fantastic Food, diese Schnitzel, die habe ich euch schon mal verlinkt. Ich werde sie nochmal unten verlinken, weil viele immer danach fragen, was wir so für Fleischersatzprodukte nehmen. Also es sind Sojaschnitzel und die koche ich jetzt im Wasser und lege die in Gyros-Gewürz ein. Und ja, dann wird das einfach gebraten und dann kommt es auf die Pizza. Und ja, das ist unser Brotbackautomat. Da wurden wir auch mehrfach nachgefragt, welcher das ist. Das ist ein günstiger für 1,5 Kilo Brot mit 2 Knethaken. Und der ist auch unten verlinkt. Und ja. Wir hatten da direkt so ein, also nicht direkt, wir essen halt öfter diese Sojaschnitzel. Die gibt es ja in verschiedenen Formen, damit, das gibt es auch als Hackfleischersatz oder als Big Schnitzel, damit kann man dann halt Schnitzel machen, sich panieren und so. Und von denen hier hatten wir halt so eine 6 Kilo Packung bestellt. Die sind ja echt leicht, die wiegen nichts, deswegen, das war halt ein riesiger Karton. Aber ja, ist eine günstige Alternative zu Fleisch und zu anderen Ersatzprodukten. Ach, guck mal. Da steht es auch auf Deutsch drauf. Hätte ich mir gar nicht so ein abbrechen müssen mit dem Italienisch. Naja. So, Zwiebeln brauche ich. Ja. Wir lagern die zurzeit im Wintergarten in so einem Schrank. Die Zwiebeln und die Kartoffeln. Und es klappt echt gut, da ist richtig schön kühl. So sehr. Ich hasse es. Oh, ich kann dann gar nicht mehr gerade ausgucken. Ich muss so heulen dann. So, ich wollte euch das Gyros zeigen. Das ist jetzt eingelegt. So sieht es jetzt aus. Wir nehmen immer das Gyros-Gewürz aus der Metro. Wir hatten es aber auch schon mal von Rewe, oder? Ja, das war aber nicht so. Nicht so gut. Das wird jetzt schön angebraten in Fett. Was hat er? Das dicke Stück, ganze Schnäuzchen, so macht er. Vielleicht, dass mal in der Kamera was zu sehen macht. So, und der Pizzateig. Guck mal, wie schön der aussieht. Wir haben ja das italienische Mehl. Ja, wirklich. Der ist richtig schön glatt. Toll. Ja, genau. Ich dachte, du musst einen ganz schönen faltigen Arsch gekriegt. Aber ich dachte, wir sind verheiratet und macht nichts, oder? Ich ja auch. Haben wir ja beide. Ein Schramm hinten gerade.
Du hast einen strammen Hintern gerade. Immer meine ich natürlich. Ries. Die waren ja sauber, ne? Ich glaub schon. Riech mal dran, bitte. Da war ja nur Reis drin, ja. Da ist einer und hier ist der andere Reis. Ich habe eine Nadel gekauft, ne, die Decke. Das ist der letzte Sack jetzt. Ja, cool, aber wir haben kleine noch, ne? Ja. 10 Stück oder so. Wir die Tüte als erstes leer machen. So, in der Küche ist das Chaos ausgebrochen. Pizza ist übrigens fertig. Habe ich euch die überhaupt gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Oh, dunkel. Ich glaube, ich habe euch die gar nicht gezeigt. Sorry. Die war nicht so lecker wie sonst, muss ich ehrlich sagen. Wir wissen nicht, ob es an dem Mehl liegt, an diesem speziellen Pizzamehl oder an was auch immer. Irgendwie war der Teig nicht so geil. Also nächstes Mal nehmen wir wieder normales Mehl. Jetzt liege ich hier auf dem Sofa, habe eine Wärmflasche, denn meine Tochter hat einen neuen Weg gefunden, mich zu piesacken. Die knallt mir manchmal dermaßen irgendwie auf den Ischiasnerv, wie auch immer sie das macht, dass ich richtig im linken Bein so richtig starke Schmerzen wie so ein Blitz bekomme. Ja, ich habe mich jetzt hier hingelegt eigentlich auf dem Sofa. Also jetzt sitze ich, um mit euch zu reden, aber eigentlich liege ich. Und hab Wehen. Und ja, deswegen habe ich jetzt im Rücken die Wärmflasche. Ein bisschen Wärme, um zu gucken, ob es hilft allgemein gegen dieses Ischias-Ding. Also es ist unglaublich, was die für eine Kraft mittlerweile da im Bauch hat. Als ob die mir den Darm so und dann dran zieht und dann dieser Ischias-Ding. Also unglaublich. Ja, mal schauen. Bernd sagt, es dauert nicht mehr lange. Die kommt dieses Jahr noch. Ich bin gespannt. Wir gucken jetzt hier The Walking Dead weiter. Wir sind bei Staffel 4, Folge 11. Und lassen den Abend hier ganz gemütlich jetzt auf dem Sofa ausklingen. Ich glaube, das war jetzt nicht viel irgendwie von meinem Tag oder unserem Tag zu sehen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich hatte euch ja heute Morgen angepriesen, dass wir die Badezimmerschränke anbringen. Daraus ist leider nichts geworden, denn wir haben nicht diese Haken, die man also in eine Wand wird ja gebohrt. Dann kommt dieses geschraubte Haken, wo man dann die Schränke dranhängen kann. Die haben wir nicht. Und wir wollten jetzt nicht extra im Baumarkt fahren und jetzt ja, ist ja egal, läuft ja nicht weg. Dann bleiben sie halt noch ein paar Tage da stehen. Dann haben die aber bei Calvino im Zimmer die Dartscheibe angebracht. Wir hatten extra vor, also als wir irgendwann mal im Baumarkt waren, wegen dem Einzug hier, hatten wir ein großes Brett geholt, das extra hinter die Dartscheibe an die Wand kommt, damit nicht alles so voll Löcher ist, wenn man mal neben die Scheibe schmeißt. Ja, und jetzt ist er schon fleißig am Darten, der Calvino. Genau, nur dass ihr euch nicht wundert, warum wir die Badezimmerschränke nicht angebracht haben. Ich sage ja, bei uns ist der Tag immer total so, wir nehmen uns was vor und dann geht's irgendwie nicht. Dann würde ich das Video jetzt hier beenden. Ich glaube, heute ist Tag 18 oder 19 vorm ET. Nicht mehr lange, der Baby-Countdown läuft. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis spätestens morgen. Tschüss.